Ich taufe dich auf den Namen Sekretarius und wünsche dir und deiner Besatzung allzeit gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr. Für mich ist das eine ganz große Ehre. Also ich habe mich super gefreut, als der Anruf kam und ich gefragt wurde, ob ich die Taufpatin sein möchte, ob ich die Patenschaft übernehme. Und als Bremerin und gerade in meiner Rolle als Frau Weser im Rahmen des Eiswirtfestes war das einfach eine tolle Gelegenheit. Und ich sage, klar, das mache ich auf jeden Fall. Für mich selber sind Schiffe was ganz Faszinierendes, weil ich eben aus dem Binnenland komme, bin Schweizer. Und das fasziniert mich. Also diese ganze Welt hier fasziniert mich total. Ich habe damals als Schatzmeister vor 2,5 Jahren ja die Seenotretter gefragt, gibt es irgendwas Besonderes, worauf man sparen kann, für welchen Zweck man sammeln kann auf diesen beiden Eiswertfesten. Da hat die deutsche Gesellschaft gesagt, ja Mensch, versuch doch mal, ob wir in 2 Jahren ein 10-Meter-Boot zusammenkriegen. Und das ist uns auch wirklich gelungen, mit zweimal rund 450.000 Euro an Spendenaufkommen. Und das macht uns schon stolz und das freut uns enorm. Wir sind hellauf begeistert von diesem neuen Boot. Wir haben schon 2 Segelboote damit reingeschleppt, was wunderbar geklappt hat. Mehrere Krankentransporte haben wir auch gefahren. Das ist wunderbar zu handhaben. Das ist einfach nur schön. Das Schiff ist natürlich sehr imponierend, muss ich sagen. Allein die Stärke, wie es hier über die Weser gebraust ist. Man fühlt sich also sehr sicher an Bord und gut aufgehoben. Und ich denke, die Rettungsgesellschaft ist also sehr gut damit bedient und es freut mich, dass den vielen Helfern damit also gutes Gerät an die Hand gegeben wird.